So, meine Freunde, es kann weitergehen. Im zweiten Part von Let's Play Chrono Trigger. Nachdem wir jetzt hier an diesem schönen Fest waren, Marle kennengelernt haben und auch Luca, ist da was passiert. Irgendwie ein komisches Teleporterloch hat sich geöffnet und Marle wurde hineingezogen und wir sind jetzt da, um sie zu retten. Nur haben wir keine Ahnung, wo wir sind. Wir wurden schon von drei Blau-Imps überfallen, was zur Hölle das auch immer sein soll. Das ist, was war das denn gerade? War es doch gerade schon wieder? Das ist irgendwie seltsam. Ich gehe da mal hoch. Irgendwie Angst hier. Was zur Hölle? Ich habe nicht mal eine Heilung, ne? Ich, oder? Ich muss nicht gucken, ob ich heilen kann. Ich habe gar nichts. Oh Gott. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich glaube, ich hätte mal lieber was zu heilen kaufen sollen, nicht Pfeife. Mein Geld nicht für Ausrüstung raushauen. Oh, ja. Warum ich finde hier so ein... Oh, nächste Stufe. Oh, Zyklon gelernt. Hm. Sehr gut. Also Truhe. Tonic, das ist was zum Heilen. Das ist sehr gut. Objekte. Tonic. Puh. So, leicht das Leben gerettet. Oh, noch eine Truhe. Großer Handschuh, ja. Ne, kraftvoll Handschuh. Krafthandschuh könnte das heißen. Mhm. Groß, mit der KR steht natürlich. Krafthandschuh könnte das heißen, ja. Was bringt mir das Sturmband? Geschwindigkeit, GSW, denke ich. Ja, Geschwindigkeit. Bin ich um einen Punkt langsamer und habe dafür zwei aber Attacke mehr. Und drei in dem Angriff oben links da. Ich zieh's mal an. Mehr Schaden kann nie schaden. So. Ist da noch was? Ach, ich mache ich Blatt, kommt her. So ein grüner... Komischer... Ah, ein Roli. Roli! Ein Klumpen, ein grüner. Hi, genau, ich kann euch doch gleich mal die Zyklonattacke zeigen. Ne? Ja, so machen wir das. Ja. Ba, 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 ba. Ja, hat in sich die Attacke, möchte ich meinen. So, 7 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 41 Gold, ein Tonic erhalten. Okay, ich glaube, hier gibt es nicht mehr wirklich viel. Ich gehe mal hier runter. Oje. Oje, wie sieht das hier aus? Oje, oje. Speichern bitte. Jetzt habe ich Angst. Oje. Hm. Wohnhaus. Oh. Eine Jahrtausendfeier? Hier? Wovon redest du? Wir schreiben das Jahr 600 und nicht. Und der 21. König von Guardia regiert. Was? Wir sind seit Jahren im Krieg. Wann endet er bloß? Hä? Ich bin in der Zeit zurückgereist. Oh mein Gott. Was ist hier los? Hm. Hallo? Magus Armee hat die Zenanbrücke zerstört, sodass niemand nach Süden kann. Hm. Was sagt er hier? Jahrtausendfeier? Was? Bist du verrückt? So ein Unsinn. Hm. Du hier bist. Doch alles in Ordnung? Dies ist das Königreich Guardia. Kämpfen gegen Magus Armee. Wusstest du das? Natürlich. Halt die Klappe. Ja, schon gut. Ich gleich aggressiv werden hier. Wohnhaus. Oh, ein Schmied oder was ist das? Ich bin Banta, der Schmied. Ich fertige eine Glocke für den König als Geschenk für seine geliebte Lena. Als die Königin verschwand, hörte ich auf. Ich konnte einfach nicht daran weiterarbeiten. Doch nun bin ich wieder eifrig dabei. Mein will eine Tochter, die ebenso intelligent ist wie schön. Ah ja, hm. Das ist ja aber die Glocke, die bei uns in der Jahrtausendfeier hier gehangen hat, oder was? Der Laden. Oh, was sind du für einer? Ihr kämpft gegen Magus. Wunderbar. Denkt daran, die gekauften Waffen auszurüsten. Ah ja. Keine Schaufenster bummeln, was wollt ihr? Ich hab sie in der Gruppe, oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Naja, leuchtet mir nicht ganz ein. Pfeilgewehr. Gewehr. Karateanzug. Bronzehelm. Ich kann mir gar nichts leisten. Außer ein Tonic. Heilung. Heilstatus. Machen wir mal 3 Stück. Tonics. Auch mal 5. Belebung. Oha. Unterkunft. Oha. Na gut, das war's dann wohl auch schon wieder. Danke, bis bald. Na gut, soviel ich weiß.
dann hier hoch in den Guardia-Wald. Ja, ich bin hier richtig, ich bin sicher. Oh weia. Oh weia. Kann ich nicht alle treffen, doch. Wusste ich doch. Ich muss nur in die Mitte zielen. Auf den Gift-Imp, wie er diesmal heißt, der grüne. Dann kann man auch alle drei treffen. Roli. 10 Erfahrungspunkte, Tech-Punkte, Gold, Tonic. Kein Level Up. Schade. Oh, da ist was. Oh, hätte ich es mal bloß gelassen. Wow. Was ist hier los? Spielen die jetzt hier Clown oder die tanzen auf den Ball? Ich sehe, ich kann nicht beide treffen. Mal von mir aus. Bam, 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 bam. Einen muss ich erstmal kaputt kriegen, weil die sind, glaube ich, so schwach. Roli-Reiter. Ich glaube, mit einem Angriff schaffe ich die nicht, oder? Oh, doch, tatsächlich. Wenn ich das gewusst hätte. Okay, es war eine böse Falle. Finde ich echt nicht in Ordnung von euch. Finde ich, verlass uns ja, Mann. Okay, gehen wir weiter. Ich habe hier irgendwie ein bisschen Angst. Ich will hier nicht bleiben. Da ist was im Gebüsch. Hilfe. Hilfe. Hilfe, wo bin ich hier nur? Was ist das denn? Durch geheimnisvolle Energie versiegelt. Yeah. Was steht da? Hier endet der Weg. Nee, wäre ich nie drauf gekommen. Ho. Schloss Guardia, betreten verboten. Oh, ich glaube, ich sollte da trotzdem mal hineingehen. Sicherheit speichere ich nochmal. Ihr kennt mich doch. Der Speicher Heinz. Immer Spallerleichern. So. Halt! Wer wagt es? Guck dir nur die Haare an. Woher kommst du, Kerl? Bist du einer von Markus' Leuten? Wohl kaum. Kleine Kinder nehmen die gar nicht dort auf. Geh wieder brav spielen, ja? Hahaha. Und jetzt raus mit dir. Sofort aufhören. Hä? Königin Leder. Hä? Ist doch die Marle, oder? Erweist ihm Respekt. Dies ist ein Freund von mir. Aber er ist irgendwie seltsam. Ihr gehorcht mir nicht? Vergebung, Gnädige. Bitte tretet ein, Herr. Ja, okay. Verwirrung irgendwie. Ah, ich möchte mich eigentlich erstmal umschauen hier, ne? Ist ja in Rollenspielen das Umschauen A und O. Man könnte ja hier und da was finden. Scheint mir beides recht uninteressant hier. Maustrum sind zurück, wie vor einem Sturm. Zehnanbrücke ist unsere letzte Verteidigungsmöglichkeit. Wir müssen sie halten. Du hast der Königin geholfen. Sprich mit der Dienstmagd, um zu ruhen. Ah, sehr gut. Das wäre mal was. Hm, vielen Dank für das Schläfchen, aber ich muss weiter. Also hier gibt es nichts. Lasst mich in Ruhe. So, ich weiß aber, dass es hier irgendwas gibt. Irgendwo, weil ich weiß es ganz genau. Irgendwo hier gibt's etwas. Da hinten. Zu viel gesoffen oder was? Ich habe Hunger. Hier ist euer Essen. Alles klar. Okay, dann mal frohes Essen und so, ne? Aus dem Weg, ich will mit dem Koch sprechen. Kinder haben ja nichts verloren. Halt, vielleicht weißt du es. Königin Nina möchte unbedingt Eiscreme. Was ist das? Hier herrscht Kleinkrieg. Was für ein Eiscreme, Mann. Keine Ahnung. Du hast also Königin Nina geredet. Eine Äther. Hm, sehr gut, sehr gut. Jetzt los. Wo ist das Abendmahl? Oh Herr, es tut mir leid. Oh je. Oh je. Wir führen da draußen Krieg, könnt ihr uns nicht einmal satt machen. Mach nicht so einen Rummel, du bist nicht der einzige Kämpfer. Ich habe keine Zeit für solche Streitereien. Speise du gefälligst meine Männer. Oha. Gut, Knut. Hm? Zügle dich. Ich allein entscheide, wer wann gespeist wird. Was? Okay, ich will hier weg. Sind alle verrückt.
gehen wir mal zu Marle, oder wie sie hier Königin Lena genannt wird. Finde ich etwas seltsam. Ach Gottchen. Herr, ich verstehe, dass ihr meine liebe Frau gerettet habt. Aber was ist dann genau passiert? Lena benimmt sich sehr seltsam. Sie hat ihre Korallenbrosche verloren, die sie sonst wie ein ihren Augapfel hütet. Vergebung, seid müde. Hierfür ist später Zeit. Ruht in den Rittergemächern im unteren Stock links. Hab ich schon längst. Geh mal weg da jetzt. Egal, das ist eine Truhe, die offen ist, Mann. Einer hat's mir geklaut. Da ist noch eine. Ein Tonic. Jawohl. Hier ist nichts. So, aus dem Weg. Die Königin wartet. So. Äther erhalten. Geh mal weg, Damage. Ah, das seid ihr. Bitte lasst uns allein, ich muss mit dieser Person reden. Natürlich, eure Hoheit. Naja, förmlich. Kommt näher her. Kicher, was ist denn hier los? Hab ich dich reingelegt, was, Bruno? Ich bin's, aber alle hier nennen mich Lena. Ich bin froh, dass du hier bist. Wir kennen uns noch kaum, aber irgendwie wusste ich, dass du kommst. Ja, ich. Danke, Chrono. Etwas stimmt nicht. Was ist das? Es ist, als ob ich auseinandergerissen würde. Schlecht? Hilf mir, Chrono, ich habe Angst. Bitte, Chrono, hilf mir. Nein! Warum? Okay. Und nun? Ich glaube, ich sollte mich verpissen, weil sonst denken die noch, ich habe die, keine Ahnung, getötet oder so. Ich verschwinde mal ganz schnell hier. Versperren die mich nur ein, oder? Das wär's ja. Weg hier. Chrono! Luca! Pumskoi! Du bist okay! Hast du sie gefunden? Weg! Was heißt das, sie ist weg? Dann hatte ich richtig vermutet. Was hast du vermutet? Ich wusste, ich kenne sie. Ja, bitte. Das hier ist genau wie das Schloss in unserer Zeit aus. Ich wette, sie haben dieses Mädchen für seine Vorfahren gehalten. Weißt du, sie gehört zur Königsfamilie unserer Zeit. Sie ist Prinzessin Nadja. Ui. Na toll. Marle, Nadja ist eine... Bla, das ist, hat man sich hier fast schon denken können. Ach ja. Ja. Die klonen sich gerade, haha. Königin Lena wurde entführt. Soweit ich weiß, sollte sie jemand gerettet haben, aber die Geschichte wurde verändert. Blauimp, oh nee. Mal ist Lena so ähnlich, dass sie ihre Suche aufgegeben haben, als sie hier auftauchte. Aber wenn die wahre Königin getötet wird, gibt sie Nachfolgenden auch nicht mehr. Ja, das ist ja wohl klar, ne? Ja, streck mir nochmal die Suche raus. Ich werde dich in Stücke reißen. Dann wird Marle einfach verschwinden. Vielleicht ist aber noch nicht alles verloren. Wenn wir Lena retten können, soll die Geschichte bleiben, wie wir sie kennen. Ja, dann sollten wir das tun, oder? Und hier muss der Königin etwas zugestoßen sein. Daher ist auch Prinzessin Nadja in Gefahr. Beeilung, wir müssen die echte Königin finden. Wahre Worte, junge Dame. Ich lasse dich mal lieber in Ruhe. Ich habe nämlich Angst, dass sie mich verhaften. Falls sie mitkriegen, was passiert ist. Luftgewehr, okay. Was ist das? Was bringt denn das Sichtfeld? Hallo. Zeigt Gegner LP an. Boah. Die hat aber nur 6 Geschwindigkeiten. Ist richtig langsam. Feuer und Gewitter. Ah ja, das habe ich noch gar nicht erzählt. Es gibt in dem Spiel ja so eine Art Elemente, die jeder Charakter selber hat. Chrono ist Gewitter, Luca Feuer, ich glaube die Marle war Wasser oder so, irgendwie so Eis oder Aqua, irgendwie sowas ist die Wasser, glaube ich. Und dann gibt es auch noch weitere Charaktere, die auch noch ihre eigenen Eigenschaften und Dinge haben, ne?
Und ja, da werden wir später noch einiges mehr dazu erfahren und sehen, definitiv. Naja, nun gut, ich muss jetzt hier rüber und speichere erst einmal. Rückkehr der Königin. Wo ist die Königin? Das ist die Frage, die wir uns auch stellen. Deshalb werde ich jetzt auch mal einen Schnitt machen. Bis zum nächsten Mal.